Einen herzlichen Gruß aus meiner Kreativwerkstatt. Ich bin Angela von der Stempelfamilie und ich lade dich heute ein, mit mir kreativ zu werden. Heute zeige ich dir ein Teebeutelbüchlein. Dieses hier habe ich passend zum Muttertag angefertigt. Natürlich kannst du es auch für alle anderen Anlässe verwenden. Ich mache es mal auf. Hier hinten steht mit Liebe gemacht. Ein kleiner Gruß zum Muttertag von. So geht es auf. So, falte ich es auseinander. Hier kannst du selber einen Gruß reinschreiben. Und hier sind verschiedene Teesorten. Die Bindung schaut so aus. Eigentlich ganz einfach. Das gleiche nochmal mit Grün. Teebeutel, Platz für den Gruß. Hier hinten wäre auch noch Platz, um eine kleine Tafel Schokolade reinzupacken. Habe ich jetzt nicht, muss ja nicht immer Süßes sein. Und jetzt wollen wir gemeinsam basteln. Für das heutige Teebüchlein habe ich ein Cardstock in den Farben Grapefruit. Das ist eine der neuen Incolors aus dem Jahreskatalog, der ab 1. Juni gilt. Außerdem habe ich Meeresgrün verwendet und ein passendes Designerpapier. Folgende Maße musst du zuschneiden. Dieses Stück Cardstock ist für den Umschlag außen. Es hat die Maße 26 x 8 cm. Außerdem brauchst du einen Cardstock in den Maßen 7,5 x 14 cm und 7,5 x 7 cm. Das kannst du aus einem Streifen vom Cardstock in A4 in einer Bahn abschneiden. Des Weiteren brauchen wir Designerpapier in den Maßen 7,5 mal 7,5. Ein Cardstock in Weiß, Flüsterweiß zum Gestalten. Ich habe den hier schon mal fertig gestaltet. Kleine Streifen in den Maßen 7,5 mal 3. Und einen Streifen in den Maß 7,5 mal 2,5. Und dann geht es los. Der Umschlag. Schneidebrett von Stampin' Up und falten den langen Streifen 26 mal 8 cm bei. 8 cm, 3,5, also nochmal 8 cm, 3,5, übrig bleiben 3 cm. Natürlich könntest du das auch jetzt, ich habe das immer in dieser Leiste hier oben abgemessen, so machen, dass du bei 8 fallst, dann hier unten liest bei 11,5, falls das Bein ausfaltest, bei 19,5, falls und bei 23. Das musst du selber ausprobieren, was für dich am besten ist. Wir falzen weiter den Cardstock in den Maßen 7,5 mal 14 cm und zwar jeweils bei 1 cm. Ich lege das erstmal hier so an und mache den 1, 2, 3 cm, dann klappe ich um, weil das für mich günstiger geht. Bei 4, 5 und weiter bis 13 cm. Dann hast du lauter Abstände in 1 cm. Das Stück 7,5 mal 7 cm falzt du mit der Seite 7 cm legst du es hier an und falzt es bei 1,8 links und bei 1,8 rechts. Das ist fertig. Einmal beim Zuschneiden und Falzen sind, brauchen wir noch für die Innenteile vorbereitet
hole ich mir jetzt an den Arbeitstisch ein Stück DSP. Und zwar schneiden wir daraus in den Maßen 12,6 mal 12,6 5 Teile. Ich nehme jetzt nur eins, zeige es dann eben mit dem einen. Dafür brauchen wir unser Envelope Punchboard. Macht sich am einfachsten, um Umschläge zu machen, und in dem Fall brauchen wir kleine Tüten. Ich punche bei 6,3. An allen vier Seiten. Ziehe die Linie nach. Stanze die Ecken rund. Dieses Teil brauchst du fünfmal. So, da ich das nicht fertig vorbereitet habe, zeige ich dir dann nachher an einer Stelle, wie es aussehen sollte, aber kann es nicht fertig machen. Für unseren Umschlag außen, für die Hülle, falzen wir unseren Cardstock. Und bevor wir es vergessen, bringen wir die Magnete an. Dazu brauche ich zwei Scheibenmagnete zum Kleben. Am liebsten mache ich das ja so, dass ich die andersrum verwende. In diesem Fall klebe ich praktisch so hier auf. Das Gegenstück mit der Klebeseite daran. Ich sage noch, bereite es vor. So. Und andersrum genauso. So rum. So rum hinten dran. Dann ziehe ich die zweiten Klebeteile ab. Bringe das Ganze in Form. Drücke es an, schiebe runter und meine Klebepunkte sitzen und ich kann sie dann mit dem Designerpapier verzieren. Wir kleben schon mal ein. Wir kleben nicht ein, aber wir kleben die vordere Platte schon mal auf. Ich bringe hier doppelseitiges Klebeband an, damit die Klebepunkte wirklich gut fixiert sind. Klebe ich hier drüber, ziehe die Folie ab. Sagt sich immer so leicht, dafür habe ich natürlich meine Pinzette. Bringe hier Klebstoff auf, in dem Fall mit dem Rollkleber. Und hier am Rand. Lege das hier auf. Ich habe die Vorderseite schon fertig. Außerdem kleben kann ich dieses Stück. Auch hier fixiere ich die Magnete nochmal mit doppelseitigem Klebeband. Nehme gleich die Pinzette, ziehe das ab, klebe das drüber und habe schon mal für mein Teebeutelbuch Außengestaltung fertig. Jetzt geht es an die Bindung in. Das Teil 14 cm mal 7,5 falze ich in den Abstand von einem Zentimeter. Komme ich nicht auf den Begriff, wie das heißt. So, egal, weiß eh jeder. Drücke es flach und bringe ab dem zweiten Feld doppelseitiges Klebeband an.
um nachher die Umschläge einzukleben. Das zweite Teil, 7,5 mal 7 cm, falze ich ebenfalls. Stell mir das schon mal vor, wie das am Ende aussehen soll. Ich falze also jetzt hier zusammen. Die Außenseiten klebe ich hier dran. Ich gehe davon aus, dass das nachher hält, hält jedes Mal. Also brauche ich hier auf der Rückseite, mal hier, doppelseitiges Klebeband und hier auch. Ziehe wieder ab. Ziehe ab. Klebe es hier rein. Und auf der anderen Seite genauso. Das beutelt zwar jetzt, aber das beutelt nachher nicht mehr. Das weiß ich, weil ich das schon mal gemacht habe. Schiebt, also gleichen wir das aus. So, das ist die Bindung für innen. Könnten wir schon, machen wir auch hier schon innen reinkleben. Dafür wieder unser doppelseitiges Klebeband an die innere Kante. Den Klebestreifen abziehen, den anderen abziehen. So kahl wie möglich hier innen einkleben. So, das wäre die Technik. Und dann können wir innen die Seiten verzieren. Dafür versäubere ich das mit diesen Flächen. Nehme wieder den Snail. Klebe es einmal rechts auf. Verziere jetzt noch diese Fläche. Und diese Fläche. Schild gemacht, das würde ich hier noch draufkleben, mit Liebe gemacht. Schon mal vorbereitet, in Meeresgrün gestempelt. Ich lege es so rum an. Außen fertig. Jetzt kommen wir zu dem Teil für die Teebeuteltasche. Und zwar hatte ich das ja mit dem Envelope Punchboard eben vorbereitet. Es waren 12,6 cm mal 12,6 cm gepuncht bei 6,3. Jetzt falze ich. Klebe eine Lasche nach innen. Und klebe die anderen aufeinander, indem ich hier eine Klebefläche anlege. Mit
drüben das Ganze zusammenfalte. Jetzt zeige ich bei der ersten Seite, wie ich das hier einklebe. Die anderen kann ich euch leider nicht zeigen. Ich bin vorbereitet. Ich dachte, ich hätte alles, doch nicht. Setze ich jetzt hier auf den einen Klebestreifen, schaue, dass es gerade drin liegt und falte den anderen gegen. Und zwar so in der Form, wie es nachher auch wird. Und jetzt könnt ihr euch das vorstellen, der Reihe nach werden die einzelnen T-Briefchen hier reingesetzt. Zugemacht, so. Und da ich jetzt hier noch ein Stück übrig habe, schneide ich daraus nochmal zwei Flächen zum Verzieren, und zwar in den Größen 7,5 mal 3 cm, weil die fehlen mir noch. Und klebe sie hier in Reihe. Hier wisst ihr Bescheid, kommen die Teebeutel rein. Hier auf die Seite vorne habe ich mir einen Streifen zugeschnitten, 2 cm mal 7,5 cm. Den klebe ich mit doppelseitigem Klebeband links und rechts schmal an. Nehme gleich die Pinzette, ziehe ab und setze ihn so gerade wie möglich hier vorne rein und dann da mein kleines Grußschildchen reinzusetzen, so wie hier. Das hier reinsetzen und später ein. Hier wisst ihr Bescheid, die restlichen Teetütchen dazu und jetzt gestalte ich noch die vordere Ansicht des Teebuchs. Das war nämlich da. Der Moment ist gekommen, mein Klebemittel ist alle. Das bedeutet, ich mache es auf und wechsle das mal aus. Das wollte ich schon immer mal vor der Kamera machen, weil man gönnt sich ja sonst nichts. Ach, so schnell geht das. Das schmeiße ich weg, komplett, leider. Und hier geht es jetzt weiter. Diesen Baum habe ich gestempelt mit einem Stempelset aus dem Frühjahr-Sommer-Katalog, das demnächst leider verschwindet. Schade, aber nicht zu ändern. Noch kann man es aber bestellen. Dann nehme ich hier so ein Silberfädchen. Wickel mir das so in die Hand. Lege das schon mal so ein bisschen wüst hier drauf. Diesen Zweck nehme ich dann gerne mal Fotoklebeecken, Klebeflächen, wie auch immer, setze die hier drauf. Wieder die Pinzette, wenn ich sie nehmen würde. Klebe jetzt alle Enden da schön mit drauf. Pinzette, immer gut. So. Zwei Abstandshalter und einen dritten noch. Abziehen, immer mit der Pinzette. Vor allem, wenn die ganze Welt zuschaut. Den kleinen Baum da drauf. Aus, Mittel. Jetzt noch ein bisschen richten, dass das hier auch funktioniert. Und natürlich nehmen wir
nochmal Abstand und den kleben wir jetzt eher auf diese linke Seite, weil die rechte Seite wollen wir ja noch ein bisschen runter verstecken. Da den Finger hin. So finde ich das eigentlich ganz schicki. Hier schneide ich noch ein bisschen ab. Einmal da und einmal dort. Könnte jetzt noch eine Blüte oder ja doch eine Blüte mit einem Klebeband an die Stelle setzen, wo ich es nackig finde. Nämlich hier unten. Kann man nicht machen. Muss man nicht machen, aber kann man. Schick. So, lassen wir das. Da stellt ihr euch wie hier die restlichen Teetütchen vor. Kann man dann wunderbar verpacken. Ja, das war mein Teebüchlein zum Muttertag. Gemischt mit alten und neuen Stempelsets und Materialien. Soweit. Falls du Fragen hast zum heutigen Projekt oder einen Katalog von Stampin' Up! Selbst in den Händen halten möchtest, schreib mir eine Nachricht oder kommentiere hier unter dem Video. Weitere Informationen findest du auch auf meinem Blog unter www.stempelfamilie.blogspot.de. Das war's für heute. Ich wünsche dir gute Zeiten. Deine Angela von der Stempelfamilie.